Willkommen zurück bei der Vorlesung Spieltheorie. Wir sind tatsächlich schon bei der letzten Vorlesung angekommen. Unser Thema heute wären die experimentellen Ergebnisse zur Spieltheorie, also Kapitel 5. Das, wenn Sie sich ein bisschen einen Überblick verschaffen wollen über die experimentellen Ergebnisse, kann ich zum Beispiel das Handbook of Experimental Economics, herausgegeben von Cagle und Roth, empfehlen. Auch wenn das jetzt schon ein paar Jahre alt ist, aber die Ergebnisse der experimentellen Ökonomik sind mittlerweile so unübersichtlich, dass es ganz nützlich ist, so ein Handbuch zu haben als Startpunkt. Mittlerweile gibt es wirklich eine sehr, sehr große Literatur zu experimentellen Ergebnissen. Und das ist ja eigentlich erstmal ein wenig erstaunlich, weil wenn man sich so überlegt, was Leute so oft sagen, dann denkt man, naja, in der Physik oder in Chemie, da kann man leicht Experimente machen, da kann man Theorien testen, indem man einfach ein Experiment, ein bestimmtes Experiment so oft wiederholt, bis man wirklich sicher ist, die Theorie stimmt oder die Theorie ist wirklich falsch, ist falsifiziert. Das ist natürlich das Ziel von Experimenten, Theorien zu testen, zu überprüfen und dann eventuell auch zu falsifizieren. In der Makroökonomie ist das zugegebenermaßen etwas schwierig. So etwas wie eine Finanzkrise oder eine Pandemie, die können Sie nicht einfach mal eben simulieren oder nochmal durchführen. Das passiert typischerweise genau einmal und dann muss man seine Schlüsse daraus ziehen und das ist nicht ganz einfach. Dafür gibt es natürlich empirische Daten, die sind aber zum Beispiel in der Makroökonomik oft relativ klein. Also das sind Datensätze von ein paar Jahren oder vielleicht ein paar Jahrzehnten, aber mehr haben sie typischerweise nicht. Und das reicht manchmal nicht, um Ergebnisse oder Theorien wirklich zu testen. Der große Vorteil in der Mikroökonomik und insbesondere in der Spieltheorie ist natürlich, dass man tatsächlich Experimente machen kann. Und gerade die Spieltheorie eignet sich hervorragend für Experimente, weil dort die Regeln immer sehr klar sind. Und natürlich kann man das jetzt genauso auch umsetzen im Experiment. Manche von Ihnen haben wahrscheinlich schon teilgenommen an Experimenten, die wir hier am AWI durchführen. Und das ist eine sehr, sehr gute Gelegenheit übrigens, ein wenig Geld zu verdienen und gleichzeitig der Forschung zu helfen. Wenn Sie da noch nicht angemeldet sind, gehen Sie also unbedingt auf die AWI-Laborseite und melden Sie sich dort einfach an. Was gibt es für Arten von Experimente? Im Prinzip gibt es Experimente, die werden, wie wir sie hier durchführen, meistens im Labor durchgeführt. Und es gibt aber auch Experimente, die werden im Feld durchgeführt. Der Hauptunterschied, würde ich sagen, zu bei einem Feldexperiment ist, dass der Versuchsteilnehmer nicht weiß, dass er an einem Experiment teilnimmt. Das sind natürlich im gewissen Sinne besonders wertvolle Experimente, weil man da nichts verfälscht, in dem Sinne, dass der Versuchsteilnehmer tatsächlich sich so verhält, als wäre er in der wirklichen Welt. Während er im Labor natürlich weiß, dass er an einem Experiment teilnimmt und eventuell sich dann künstlich verhält, das versuchen wir oft dadurch zu umgehen oder zu vermindern, zumindest, dass wir eine erfolgsabhängige Bezahlung machen. Das heißt also, die Versuchspersonen werden immer bezahlt nach dem Erfolg. Das heißt, sie kriegen die Auszahlung, die sie im Spiel erhalten, wird umgerechnet in echtes Geld. Und das soll eben gerade verhindern, dass die Versuchsteilnehmer sich irgendwie anders verhalten im Labor als in der wirklichen Welt. Aber trotzdem gibt es natürlich immer noch ein Problem, ein potenzielles Problem mit der sogenannten externen Validität. Was ist externe Validität? Interne Validität ist zu überprüfen, ob eine Theorie so stimmt, wie Sie sie aufgeschrieben haben als Spiel. Sie überprüfen eine bestimmte Gleichgewichtsvorhersage, zum Beispiel Sie lassen es spielen und wenn es im Spiel dann tatsächlich so rauskommt, im Experiment, dann würden Sie sagen, intern ist das valide. Wenn Sie allerdings jetzt da Schlüsse ziehen wollen über die wirkliche Welt, dann muss Ihr Experiment auch eine sogenannte externe Validität haben. Es muss also irgendetwas aussagen über die wirkliche Welt. Und das ist natürlich bei manchen Dingen etwas gewagt, sagen wir mal. Wenn Sie zum Beispiel eine Auktion durchführen im Experiment, dann können Sie relativ sicher sein, dass das ähnlich auch ablaufen würde in der wirklichen Welt, weil Auktionen sind
Auch in der wirklichen Welt eben sehr genau strukturiert. Es gibt Regeln und es gibt Auszahlungen und so weiter. Also es passt recht gut. Da kann man fast davon ausgehen, dass die externen Ergebnisse zu den internen ganz gut passen. Bei anderen Dingen ist das nicht immer der Fall und deswegen muss man sich immer da ein bisschen Gedanken machen über das Problem der Externalität. Aber trotzdem, auch wenn Experimente nur helfen, interne Validität zu überzeugen, also Theorien zu überprüfen, sind sie natürlich trotzdem noch sehr wertvoll. Also das sind so die großen Sachen. Die experimentelle Forschung ist noch ein relativ neues Gebiet. Es gibt etwa seit den 60er Jahren wird das gemacht, sowohl in Deutschland als auch in den USA. In Deutschland war der Pionier sicherlich Reinhard Selten. In den USA waren es Vernon Smith und Charlie Plott. Die haben angefangen, Experimente zu machen. Reinhard Selten vor allem spieltheoretische Experimente, Smith und Plott eher Marktexperimente. Sie haben dann auch ein wenig unterschiedliche Ergebnisse erzeugt. Marktexperimente haben nämlich gezeigt, typischerweise, dass die Märkte relativ gut funktionieren, so wie die Theorie das vorhersagt. Und die spieltheoretischen Experimente haben oft gezeigt, dass die Theorien nicht so gut. Und das ist dann auch so ein Theme, was wir immer wieder beobachten. Viele Experimente zeigen tatsächlich, dass die Theorien nicht besonders gut vorhersagen. Das ist jetzt aber nicht schlimm, sondern das bedeutet nur, dass man dann die Theorien anpassen muss, neue Theorien finden muss, um das experimentelle Ergebnis besser zu erklären. Das ist das, also in grob gesagt, was experimentelle Forschung ausmacht. Ich gebe jetzt aber ein erstes Beispiel aus der Spieltheorie, wo man ganz gut überprüfen kann, ob die typischen, die allereinfachsten Nash-Gleichgewichtsvorhersagen funktionieren. Ich muss sagen, Nash-Gleichgewicht an sich ist ein Konzept, was relativ gut experimentell bestätigt ist, in den meisten Fällen. Aber wir haben ein gewisses Problem mit gemischten Gleichgewichten. Gemischte Strategien sind ja relativ unintuitiv. Denn, wie wir gesehen haben, muss man immer versuchen, den anderen Spieler indifferent zu machen, obwohl man dazu eigentlich keinen Anreiz hat. Das gilt für allgemeine Spiele. In Nullsummenspielen haben wir gesehen, dass gemischte Strategien aber wirklich sinnvoll sind, weil man davon ausgehen kann, dass der andere einem wirklich übel will, denn er versucht ja nur seine Auszahlung zu maximieren und damit meine eigene zu minimieren. Also sind gemischte Strategien, die Max-Min-Strategien sind, tatsächlich sehr sinnvoll. Trotzdem ist es nicht immer leicht. Ich gebe hier mal ein Beispiel. Das ist tatsächlich ein Nullsummenspiel, wie Sie sehen. Die Auszahlungen addieren sich zu Null. Und trotzdem sind die experimentellen Ergebnisse nicht genauso, wie die Theorie das vorhersagen würde. Und um das zu mal überprüfen, nehmen Sie sich doch jetzt einfach mal kurz eine Sekunde Zeit und überlegen sich, was Sie als Spieler 1 hier spielen würden. Und dann überlegen Sie sich, was Sie als Spieler 2 spielen würden, links oder rechts. Ja, ohne jetzt großartig zu rechnen. Und wenn ich das in Präsenzvorlesungen gemacht habe, kamen da immer Ergebnisse raus, die auch nicht ganz zum Nash-Gleichgewicht passten. Ariel Rubinstein hat mit ganz vielen Leuten an Online-Experimenten das schon mal gespielt. Und das Ergebnis war typischerweise, dass etwa so 37-38% von den Spieler 1 die Strategie oben gewählt haben. Das Gleichgewicht ist allerdings, wie Sie sich leicht ausrechnen können, ein Drittel, also 33%. Das heißt, wir haben hier eine Abweichung, die ist jetzt nicht dramatisch, aber bei gemischten Strategien kann das natürlich zu größeren Verwerfungen führen, weil mich jetzt, wenn mehr Leute oben spielen, dann hat das natürlich auch Konsequenzen für den Spieler 2. Was machen denn die Spieler 2? Nun, die haben tatsächlich eine Abweichung, die noch größer ist vom Gleichgewicht, nämlich da haben 86% haben rechts gewählt und das Gleichgewicht ist nur 2/3, also 67% sollten tatsächlich R wählen. Das heißt, da ist die Abweichung schon relativ stark. Allerdings kann man argumentieren, dass die Spieler 2 sich tatsächlich sehr rational verhalten haben. Denn gegeben, dass ich weiß oder vermute, dass von den Spieler 1 mehr Leute oben als unten spielen, sobald es mehr sind als 3, 1/3,
ist tatsächlich rechts die einzige beste Antwort. Ja, es ist ja so, wenn man genau ein Drittel mischt, hier ein Drittel, zwei Drittel, wenn man das genau macht, dann sind links und rechts gleich gut. Aber sobald mehr Leute oben spielen, wird es jetzt sinnvoll für den Spieler 2, sich hier diese 0 oder minus 1 Auszahlung ist einfach besser als minus 2 und 0. Das heißt, er spielt dann tatsächlich, man sollte dann immer rechts spielen. Und das tun sie ja auch, also sehr, sehr viele wählen tatsächlich rechts. Und insofern könnte man sagen, die Spieler 2, die verhalten sich recht rational. Allerdings, gegeben, dass so viele Leute rechts spielen, ja, also wenn ich da sehe, jetzt hier, wenn ich das sehe, das sind 86%, ja, und nur 14% wählen links, dann ist natürlich meine beste Antwort jetzt nicht zu mischen, ein Drittel, zwei Drittel, sondern natürlich wäre dann die beste Antwort immer unten zu spielen. Denn da kriege ich ja mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit die 1 und damit ist das die beste Antwort. Also die Spieler 1, die spielen vor allem nicht rational, die spielen hier keine beste Antwort und so kommt es sehr schnell zu Abweichungen vom Nash-Gleichgewicht. Es gibt auch noch drastischere Beispiele, aber das ist ja eins, wo es ja eigentlich wirklich funktionieren sollte, nämlich ein Nullsummenspiel. Und selbst hier sind wir nicht perfekt mit dem Gleichgewicht. Also mit gemischten Nash-Gleichgewichten muss man immer etwas vorsichtig sein. Ein ganz normales Matching Pennies Game, das schön symmetrisch ist mit einem halb, ein halb, das funktioniert recht gut. Aber sobald wir ein bisschen ungewöhnlichere Spiele haben, die nicht symmetrisch sind, dann ändert sich das. Hier ist ein zweites Problem, ein zweites Beispiel, was illustriert, dass wir ganz allgemein ein gewisses Problem haben mit Randomisieren. Und es ist eigentlich ein Spiel zwischen einem Spieler, der eine Kugel verstecken muss, und einem anderen Spieler, der die Kugel finden muss. Ja? Wenn die Kugel gefunden wird, dann gewinnt der Finder und der Verstecker, der verliert. Also, Sie haben jetzt folgendes, Sie haben jetzt vier Töpfe hier, durchnummeriert von 1 bis 4. Die Nummern stehen auch drauf. Und der zweite ist zusätzlich auch noch blau. Die anderen sind alle weiß. Jetzt sollen Sie sich überlegen, wo würden Sie die Kugel verstecken? Sie möchten natürlich, dass sie nicht gefunden wird. Ja? Tja, normalerweise würde ich das jetzt auch durchführen, dass also jetzt hier die Hälfte der Studierenden Verstecker spielt und die andere die Suche und dann kann man hinterher wirklich überprüfen, was rauskommt. Aber dieses Mal muss ich es Ihnen einfach so sagen, was passiert. Was auch wiederum in dem Artikel von Rubinstein gezeigt wird, dass tatsächlich bei ihm in dem Experiment 50% der Verstecker die Kugel unter die Box 3 legen, unter den Topf 3 legen. Warum machen Sie das? Ganz klar, es ist intuitiv irgendwie klar. Sie wollen nicht eines der Extreme wählen. Sie vermeiden die 1 und sie vermeiden die 4. Nicht ganz links, nicht ganz rechts. Und dann vermeiden Sie auch noch die 2, weil die als einzige blau und blauer Topf ist. Deswegen gehen Sie zu 3. Und damit machen Sie natürlich gerade den Fehler, denn wenn das antizipiert wird, dann wird natürlich der suchen wird, wenn der das antizipiert, wird er natürlich immer die 3 aufdecken und damit immer, oder nicht immer, aber mit 50%iger Wahrscheinlichkeit gewinnen. Also das wäre gerade falsch. Was wäre die richtige, was wäre die einzig richtige gemischte Strategie hier, die im Gleichgewicht erzielt werden soll, ist natürlich, alle vier Töpfe gleich wahrscheinlich zu wählen. Genau mit 25%. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man unberechenbar bleiben kann. Man muss also ein Viertel, ein Viertel, ein Viertel mischen und dann kann natürlich der Sucher auch nichts anderes machen, als auch wiederum einfach beliebig irgendwas aufzudecken. Und dann hat er keine beste Antwort. Insofern also ist da hier die Gleichgewichtswahl auch sehr weit weg von den experimentellen Ergebnissen. 25% sollten es sein, mehr als 50% haben innere Wahl getroffen, weil sie versucht haben, bloß nicht aufzufallen. Aber genau das kann eben der Fehler sein. Das ist genauso wie wenn Sie Ihren PIN-Code wählen und alle Zahlen, die so sind wie 111 oder 1234 und so weiter, immer ausscheiden. Damit machen Sie im Prinzip den gleichen Fehler, weil jemand, der sucht, der würde natürlich dann genau diese Nummern
gar nicht erst probieren müssen. Okay, drittes Beispiel und letztes Beispiel. Das ist vielleicht eines der wichtigsten Spiele der experimentellen Ökonomik überhaupt. Wir haben es schon mal angeschaut. Sie wissen auch schon was darüber, aber ich will jetzt noch mal ein bisschen genauer uns anschauen. Das ist das Ultimatumspiel. Wir haben also zwei Spieler, einen Proposer, einen Responder. Der Proposer macht ein Angebot X an den Responder. Und zwar insgesamt ist ein Kuchen aufzuteilen von der Größe 1. Der Responder hat nicht viel Wahlmöglichkeiten, er kann nur Ja oder Nein sagen. Wenn er Nein sagt, kriegen beide nichts. Wenn der Responder Ja sagt, wird es so aufgeteilt, wie es der Proposer vorgeschlagen hat, nämlich 1 minus x für den Proposer selbst und x ist das Angebot an den Responder. Was ist hier das Teilspieleffekt Gleichgewicht? Hatten wir auch schon. Es ist ganz klar, es gibt eigentlich nur genau zwei, je nachdem, oder auch sogar nur ein Teilspieleffekt Gleichgewicht. Man macht es per Rückwärtsinduktion, man überlegt sich, welche Angebote würde denn der Responder annehmen. Und wenn man davon ausgeht, dass eine ganz kleine Auszahlung immer noch besser ist als null Auszahlung, dann müsste er natürlich jede positive Auszahlung annehmen. Und man kann sogar davon ausgehen, dass wenn er indifferent ist, wenn das heißt, wenn ihm null angeboten wird, dass er das dann auch annimmt, weil er kann es annehmen, er kann es ablehnen, es ist egal. Das heißt also, beides ist möglich. In dem ersten Gleichgewicht, was wir hier uns anschauen, gehe ich davon aus, dass ein kleinster Geldbetrag Epsilon existiert. Also zum Beispiel, der ganze Kuchen ist 1 Euro und die kleinste Aufteilung ist 1 Cent. In diesem Fall wäre x gleich 1 Cent. Das Angebot wäre also 1 Cent und dann würde der Responder folgende Strategie haben. Der würde Ja sagen, wenn x größer ist als 1 Cent. Größer gleich. Ja. Warum muss ich das so hinschreiben, so komisch? Wenn, ja, dann, ich muss hinschreiben, ich muss eine Strategie geben, die für jedes mögliche Angebot mir sagt, nehme ich es an oder nein. Und das ist typischerweise so eine Cut-off-Strategie. Das heißt, wenn das Angebot mindestens 1 Cent ist, würde ich annehmen. Das ist ein Gleichgewicht, das existiert aber nur, wenn es so ein kleinstes Epsilon gibt. Wenn ich jede reelle Zahl anbieten dürfte zwischen 0 und 1, dann gibt es natürlich kein kleinstes Epsilon und dann gibt es dieses Gleichgewicht auch nicht. Das heißt, dann gibt es nur das zweite Gleichgewicht, das existiert immer und das sieht folgendermaßen aus. Der Proposer macht ein Angebot von 0, dann ist der Responder ja indifferent und in diesem Fall kann er genauso gut auch Ja sagen. Und er macht das, also er nimmt jedes Angebot an. Das ist dann seine Strategie. Das sind die beiden teilspieleffekten Gleichgewichte oder je nachdem auch nur eins. Und wichtig ist allerdings zu verstehen, dass das nur die teilspieleffekten Gleichgewichte sind. Es gibt tatsächlich in diesem Spiel noch sehr viele andere Nash-Gleichgewichte. Und zwar gibt es Nash-Gleichgewichte, die diese Struktur haben. Der Proposer macht irgendein Angebot x quer. Es kann irgendeine Zahl sein zwischen 0 und 1. Also x quer kann wirklich irgendwas sein zwischen 0 und 1. Und der Proposer sagt ja, genau dann, wenn x mindestens genau dieses x quer ist. Also um mal ein Beispiel zu machen, ein Nash-Gleichgewicht ist tatsächlich auch so, x ist gleich 1/2, also der Proposer bietet 50-50 an und der Responder sagt ja, wenn er mindestens 50-50 bekommt, also mindestens die Hälfte des Kuchens bekommt. Sonst würde er Nein sagen. Warum ist das ein Nash-Gleichgewicht? Wir müssen einfach überprüfen, ob jemand hiervon abweichen möchte. Möchte der Proposer abweichen? Na, wenn der Proposer abweicht, kann er zwei Möglichkeiten. Er kann mehr anbieten oder er kann weniger anbieten. Wenn er mehr anbietet, würde das zur Ablehnung führen und er würde 0 bekommen. Wenn er weniger anbietet, dann
Entschuldigung, wenn er weniger anbietet, dann wird es abgelehnt und das führt natürlich zu einer Auszahlung von 0. Wenn er mehr anbietet, ja, dann wird es angenommen, aber er hat eine geringe Auszahlung, hat einfach zu viel angeboten. Das wird er natürlich nicht tun wollen, also wird er genau x gleich 1/2 anbieten. Also der spielt eine beste Antwort. Das ist also eine beste Antwort. Okay. Was macht der Spieler 2, der Responder? Da könnte man ja denken, der macht einen Fehler. Aber gegeben, dass x 1/2 angeboten wird, kann ich mit dieser Strategie hier sehr gut leben. Was könnte ich ändern? Ich könnte auch weniger akzeptieren, aber das würde mir nichts bringen, weil der andere bietet mir ja x 1/2 an. Warum sollte ich also von meiner Strategie abweichen? Ich könnte nur insofern abweichen, dass ich noch mehr verlangen würde, aber dann würde ich auch 0 bekommen und das wäre nicht gut. Also insofern, beide Spieler spielen hier eine beste Antwort und das heißt, es ist ein Nash-Gleichgewicht. Aber das geht nicht nur für x gleich 1/2, sondern es für jedes x zwischen 0 und 1. Das heißt, hier gibt es unendlich viele Nash-Gleichgewichte, aber nur ein bzw. zwei Teilspielfächte Nash-Gleichgewichte. Das heißt also, da wir hier ein sequentielles Spiel haben, würden wir typischerweise eigentlich uns auf das Teilspielfächte Gleichgewicht verlassen und hoffen, dass das dann auch gespielt wird im Spiel. Nun, der Schock war groß für die Spieltheoretiker, als dann zum ersten Mal dieses wirklich experimentell getestet wurde. Güth, Werner Güth mit Co-Autoren war 1982 der Erste, der es wirklich mal experimentell durchgeführt hat und er fand Erschütterndes, die Spieler haben sich überhaupt nicht so verhalten, wie das Teilspielfächte Gleichgewicht vorhergesagt hat. Wenn überhaupt, haben sie Nash-Gleichgewicht, aber auch nicht mal das haben sie wirklich gespielt. Denn eine Sache ist ja hier, in jedem Nash-Gleichgewicht wird immer Ja gesagt, nie Nein. Also es wird nie was abgelehnt. Und was Güth fand, ist erstens, die Proposer bieten sehr viel mehr an, als sie müssten im Teilspielfächte Gleichgewicht. Und zweitens, sie lehnen auch Angebote ab. Positive Angebote ab und das sollte ja auch in einem Nash-Gleichgewicht nie passieren. So, das sind also die Ergebnisse im Großen und Ganzen. Hier habe ich jetzt mal eine typische Studie rausgesucht und zwar werden wir uns insbesondere jetzt erstmal dieses hier anschauen. Das ist das Ultimatumspiel mit anreizkompatibler Bezahlung. Da war der Kuchen insgesamt, ich glaube, 5 Dollar groß. Und dann sieht man, wie er aufgeteilt wurde. Und zwar die Häufigkeiten. Und jetzt sieht man hier natürlich, da am häufigsten wurde tatsächlich hier 50-50 aufgeteilt. Manchmal sogar ein bisschen mehr als 50-50 für den Responder. Das ist ungewöhnlich, aber das passiert manchmal. Manchmal auch ein bisschen weniger. Das passiert auch noch relativ häufig. Aber Sie sehen, eigentlich niemand ging auf das Teilspielfächte Gleichgewicht und hat 0 angeboten oder auch nur 1/2. Das heißt, hier ist fast gar nichts. Das heißt, wir sind hier ganz weit weg von der Teilspieleffekten-Vorhersage. Es könnte hier immer noch ein Nash-Gleichgewicht sein, aber das steht hier jetzt nicht. Aber was die auch gefunden haben oder was man systematisch in allen Experimenten findet, oft wenn Angebote, die kleiner sind als 20% des Kuchens, werden oft abgelehnt. Also, wenn mir jemand ein Angebot macht und insgesamt sind 10 Euro aufzuteilen und er gibt mir nur 2 oder weniger, dann lehne ich das oft ab. Das ist ein ganz, ganz typisches Resultat. Und dieses Resultat ist für Spieltheoretiker tatsächlich ein wenig verwunderlich. Da komme ich gleich nochmal drauf. Hier will ich jetzt nur nochmal auf die Frage, die sehr wichtige Frage eingehen: Wie soll man eigentlich Experimente durchführen? Ist es wichtig, dass da bezahlt wird? Und wenn man sich jetzt mal vielleicht, dieses hier ist die Ultimatumsspielergebnisse ohne wirkliche Bezahlung. Das ist rein hypothetisch gefragt. Und Sie sehen, die Ergebnisse sind jetzt gar nicht so sehr anders. Das ist eigentlich ganz interessant. Also nicht bei jedem Spiel ist es wichtig, dass man tatsächlich bezahlt. Aber es gibt Spiele, wo es einen Riesenunterschied macht. Und deswegen haben wir hier noch auf der linken Seite ein anderes Spiel, das nennt sich Diktatorspiel. Das ist eigentlich ganz genauso wie das Ultimatumspiel, nur dass der Responder gar nichts mehr sagen darf. Der muss einfach das akzeptieren, der darf nicht ablehnen. Ja, und jetzt kann natürlich der Responder frei schalten und walten, wie er möchte. Er kann einfach
Der Proposer, er kann irgendwas vorschlagen und man würde natürlich denken, dass er jetzt erst recht also alles für sich selbst nimmt und dem anderen nichts abgibt. Und wenn jetzt, wenn man das jetzt macht, einmal mit Bezahlung und einmal ohne Bezahlung, dann sieht man, dass mit Bezahlung tatsächlich doch ziemlich viele dann plötzlich alles für sich selbst wollen, nämlich so um die 30, 40%. Es gibt allerdings tatsächlich auch noch eine ganz, ja, es gibt durchaus Leute, die so 1 geben oder halt auch sogar 50-50. Allerdings sind das nicht mehr so viele, dass hier in diesem Fall waren das um die 20%. Wenn man das hingegen macht ohne Bezahlung, plötzlich sind hier über 50%, die 50-50 geben. Da sieht man also einen Riesenunterschied zwischen Bezahlung und nicht. Wenn das Geld in meine eigene Tasche wandert, dann werde ich plötzlich doch ein wenig egoistischer. Im hypothetischen Fall bin ich eben altruistisch, sehr viel häufiger, weil das Geld ja nur hypothetisch ist. Also hier ist es ganz wichtig, wirklich zu bezahlen, sonst kriegt man verfälschte Ergebnisse. So, aber jetzt will ich nochmal zurückkommen auf dieses verwirrende Ergebnis. Angebote werden abgelehnt. Ja, was heißt das denn? Heißt das denn wirklich, Leute mögen sogar 2 Euro weniger lieb als 0 Euro? Weil sie kriegen ja, wenn sie ablehnen, kriegen sie ja nichts. Und das ist ein wenig verwirrend. Also was sie tatsächlich, die lehnen also eine positive Geldmenge ab. Das würde man typischerweise natürlich nicht tun. Wenn ich ihnen einfach so 2 Euro anbieten würde, sie sagen, da nehme ich. Ja, aber wenn sie wissen, dass ich 8 Euro bekommen habe, dann sind sie vielleicht ein wenig nachdenklich. Und das ist genau das, was wir hier sehen, was wir uns eigentlich, als wenn wir uns Präferenzen überlegen, das sind die Präferenzen des Responders, was wir hier eigentlich tun müssen, ist uns zu überlegen, was, wie finde ich das Bündel, wo ich nur 30% zum Beispiel vom Kuchen bekomme und der andere bekommt 70% vom Kuchen. Ja, das ist jetzt dieses Bündel, wo ich nicht nur meine eigene Auszahlung berücksichtige, die 30%, sondern auch noch die Auszahlung des anderen Spielers. Und dieses Bündel, das ist das, worüber ich Präferenzen habe. Und dann kann es durchaus sein, dass manche Leute sagen, ein Bündel, wo ich nur 30% bekomme, ist mir weniger wertvoll wie ein Bündel, bei dem wir beide nichts bekommen. Ja, also das ist genau der Punkt. Wir sehen hier also, die Präferenzen sind nicht mehr nur noch über die eigene Auszahlung definiert, sondern über die Verteilung der ganzen Geldsumme. Also es hängt auch davon ab, was der andere bekommt. Und das ist ja, eigentlich fast eine Selbstverständlichkeit in vielerlei Hinsicht. Trotzdem wird es natürlich in der Spieltheorie typischerweise nicht berücksichtigt. Das bedeutet, wenn die Leute solche Präferenzen haben, dann muss man berücksichtigen sowas wie eine sogenannte Ungleichheitsaversion. Da gibt es auch sehr populäre theoretische Modelle zu, von Fay und Schmidt und Bolton und Ockenfels zum Beispiel. Oder die Leute fühlen sich schlecht behandelt vom anderen und deswegen verhalten sie sich entsprechend. Das würde man dann als Reziprozität bezeichnen. Das heißt also, der andere hat mich schlecht behandelt, dann behandle ich ihn auch schlecht. Wenn der andere mich gut behandelt hätte, dann würde ich ihn auch gut behandeln. Also diese Art von Denkweise, die ist nicht identisch zu Ungleichheitsaversion, aber sie ist ein wenig, also in diesem Fall hier, in diesem Spiel, ist sie tatsächlich, führt sie zum selben Ergebnis, nämlich dass man in beiden Fällen dieses unfaire Angebot ablehnen würde. Also Ungleichheitsaversion oder Fairness oder Neid könnte man das auch nennen. Das sind alles Emotionen, die würden genau diese Art von Präferenz rechtfertigen. Und das ist genau das, was Behavioral Game Theory macht. Das ist nämlich genau die Theorie, bei der solche, unter anderem solche Motive mit reingenommen werden. Es gibt noch viele andere Aspekte, beschränkte Rationalität und so weiter. Aber deswegen gibt es eben, genauso wie es Behavioral Economics als Obergebiet gibt, gibt es auch Behavioral Game Theory, in dem genau solche Dinge mit berücksichtigt werden. Das können wir leider in dieser Vorlesung nicht mehr schaffen. Das soll ja nur eine Einführung in die Spieltheorie sein. Aber genau das ist das Ziel, was wir hier machen wollen. Der Unterschied zwischen Reziprozität und Ungleichheitsaversion, den kann man tatsächlich auch noch leicht in anderen Experimenten ermitteln, zum Beispiel dadurch, dass man
den Responder, den Proposer gar nicht wirklich entscheiden lässt, sondern dass man den Zufall entscheiden lässt. Also es gibt hier einen Zufallszug. Das ist nicht der Proposer, sondern es ist ein Zufallszug. Und der entscheidet jetzt, ob man als Angebot was Faires macht, 50-50, oder sagen wir mal 80-20. Und dann muss jetzt hier der Responder entscheiden. Und es ist natürlich so, wenn es der Zufall entschieden hat, dann wird typischerweise viel seltener diese unfaire Aufteilung abgelehnt, weil ja ist der Proposer gar nichts dafür kann. Es war dann letztendlich der Zufall, der das ausgewählt hat. Und dann wird diese Ungleichheit viel, viel eher akzeptiert, als wenn sie vom Proposer gewollt wäre. Das heißt also, es spricht viel, viel Evidenz für dieses Reziprozitätstheorie und nicht so viel Theorie, nicht so viel Evidenz für diese Ungleichheitsrelation. Trotzdem werden beide Theorien in verschiedenen Fällen oft benutzt. Gut, das war's. Wie gesagt, das ist nur ein ganz kleiner Teaser für das, was man kommen würde, wenn man weitermacht in der Spieltheorie. Da gibt es noch viele Erweiterungen. Das war eine kleine Einführung in die Spieltheorie. Ich hoffe, Sie haben was gelernt.